Sie setzt noch darauf, wo ich sie natürlich denke, wie bei einem Kfz-Mechaniker, wenn der sagt, die Bremsen sind runter, genauso glauben Sie dem Experten. Aber dieser Experte kocht genauso wie Sie mit Wasser. Und der weiß es auch nicht besser. Er kann vielleicht über seine Markterfahrung, über seine jahrelange Tätigkeit am Markt, das vielleicht ein bisschen besser abschätzen. Deswegen machen wir eine Analyse. Und was ist die Analyse für dich? Für mich ist einfach die Bestandsaufnahme, welche Marktteilnehmer überwiegen, die die nachfragen oder die die verkaufen. Also wirklich mehr ist es nicht. Ich wehre mich auch gegen jegliche Art von Prognosen. Ja. Ich habe in meinem eigenen Trading gut 2 Jahre gebraucht, um wirklich so weit zu gehen, dass ich sage, ich möchte meine eigene Analyse machen, denn meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie bezahlen ja auch Ihren eigenen Fehler. Wenn Sie einen Experten folgen und einen Verlust machen, der kommt aber nicht und gleicht Sie den aus. Ich sagte mir irgendwann, ja gut, dann muss ich auch hergehen und eigenverantwortlich traden. Wenn ich eigenverantwortlich sein möchte, muss ich auch selber analysieren. Ganz kurz noch, Heiko, es ist nie gedacht, oder ich sehe es zumindest so, wenn ich eine Analyse mache, dass ich mich darauf jetzt verbeiße. Also wenn ich sage, oh, ich habe aufgrund der Markttechnik festgestellt, die Käufer überwiegen gerade, dass ich den ganzen Tag in eine Richtung unterwegs bin und versuche krampfhaft in den Markt long zum Beispiel reinzugehen. Das mache ich nicht. Als Trader auf den kleineren Zeiteinheiten bin ich sehr flexibel. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass ich während des Tages mehrfach in die eine oder die andere Richtung gehe und übrigens mich dabei nicht durch Medien, durch Live-Ticker oder durch einen laufenden Fernseher ablenken lasse. Also ich gehe rein über den Preis, die Preisbildung am Markt, das ist für mich das Wichtigste, Heiko, ja. Weil wir sehen eindeutig, jeder, der in dem Markt unterwegs ist, ja. Geht ins Orderbuch und aus dem Orderbuch kommt die Kursstellung. Die Kursstellung sind wir auf dem Chart. Zurück zu dir. Was ich nur damit sagen möchte ist, also das, was wir jetzt hier auch durchgehen möchten, ist, wir möchten dann auch zeigen die Referenzpunkte und wir werden auch zeigen, wie wir mit Wenn-Dann-Analysen arbeiten. Deswegen, das ist sozusagen jetzt die Herleitung zu diesem Thema, damit Sie dann auch für sich privat einfach sehen, okay, ich sollte meine Analyse immer abgleichen. Ich stelle am Tag mindestens 3-4 Szenarien auf, wie der DAX laufen könnte. Ich halte mich dabei an gewisse Referenzpunkte. Das, was Sie hier auf der Folie sehen, mehr soll es nicht sein. Und wenn es heißt, wie bei einer Navigation, ich fahre nach Frankfurt und Sie sehen auf einmal das Schild Berlin, dann wissen Sie garantiert, dass Sie verkehrt sind. Das garantiere ich Ihnen. Das heißt, Sie werden natürlich die nächste Ausfahrt nehmen und umdrehen und wieder versuchen, in die Originalrichtung zu kommen. Bloß Sie als Trader können ja den Markt nicht umdrehen. Das heißt, Sie müssen sozusagen der neuen Route folgen und übernachten dann halt in Berlin, wenn man es jetzt mal als bildliches Beispiel so herführen kann. Also das heißt, nehmen Sie eine Analyse nicht als das Endprodukt, was jemand sagt, sondern sehen Sie das immer, dass die Analyse Ihnen Referenzpunkte ausgibt und Sie müssen immer im täglichen Handeln, ich nenne das bei mir im Service Arbeiten am Chart, immer versuchen abzugleichen, ob das, was Sie denken, auch der Markt denkt. Weil nämlich das, was Sie denken, interessiert den Markt wie viel? 0. Ja, genau. So, und deswegen, eine Analyse ist immer nur so viel wert, solange sich der Markt daran hält. Ansonsten Alternativpunkte, so wie es hier darstellt. Ganz kurz noch, Heiko, wie siehst du es, wenn man eine Analyse macht, geht es nicht nur unbedingt um den Einstieg? Nee, also die Analyse, also genau. Die Analyse hat mit, also die Analyse ist sozusagen die Theorie, der Einstieg ist dann in die Praxis. Wir werden jetzt nachher uns dann noch ein paar Beispiele im DAX anschauen. Also die Analyse ist nur die Theorie, das Auffassen, so wie der Jochen das sagte, der Marktteilnehmer, wer ist am Markt aktiv und so weiter und so fort. Und nicht mehr. Das darunter, wo ich dann einsteige, das kommt dann entsprechend später. Okay. Gut. Was ist oben und was ist unten? Das muss man natürlich klären. Das ist total banal, oder? Wir haben ja schon überlegt, ob wir überhaupt so ein einfaches, das so einfach ausdrücken können. Doch, schon. Aber Börse ist am Ende wirklich teilweise einfach. Vielleicht ein ganz kurzer Schwank, bevor der Jochen weitermacht. Meine Teilnehmer, mein Premium-Service, ich sage denen immer, wo sind wir? Wir werden gleich in den DAX reingehen und uns anschauen, ob der DAX nur oben oder unten ist. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Aber das Schöne ist, was ich mal feststelle, in meinen Seminaren oder meinen Coachings, die Leute sehen, solange sie nicht im Trade sind, und ihre Analyse machen, wissen sie ganz genau, ob der DAX oben oder unten ist. Aber spätestens, wenn sie im Trade sind, dann geht dieser Weitblick zu Tunnelblick. Und genau das ist der Punkt, dass wenn man gut vorbereitet ist, eine gute Analyse hat, genau dann in den Trade einsteigt, entsprechend die Technik anwendet, dann kann man auch dieser Analyse folgen und man sieht weiterhin, was oben und was unten ist. So, was ist für dich oben? Genau.
oben oder unten? Ganz kurz auch, widerständige Stützungen. Ja. Ja. Es ist fast zu banal, wie du gesagt hast. Ja. Ich bin allerdings ein großer Fan der Banalität, meine sehr verehrten Damen und Herren. Würde ich jetzt, ohne dass ich besserwisserisch klingen möchte, Börsenhandel muss ja nicht immer einfach sein. Ich möchte es an einem einfachen Beispiel zeigen. Wenn Sie sich erinnern an die hohen Benzinpreise vor ein, zwei Jahren, an der Tankstelle waren Spitzenpreise zu sehen. Wie viele Autos standen da in der Schlange und haben gewartet zu tanken? Nada. In dem Moment, als der Preis runterging, haben sie einen Haufen Autos gesehen. Genauso ist die Börse. Man kauft, wenn es günstig ist, und man kauft nicht, wenn es hoch ist. Ein Hoch ist also oben. Es gibt vielleicht einen Punkt, wo keiner mehr bereit ist, mehr zu bezahlen. Ob es für Benzin ist oder für eine Aktie oder für ein Future. Es ist so banal und einfach, dass Sie es auf dem normalen Chart sehen können. In dem Moment, wenn die Kurse nicht weitergehen, haben Sie nur mal ein Hoch oben. Und wenn es unten nicht weitergeht, haben Sie ein Tief. Ja? Das ist wirklich, wie wir uns bewegen, denke ich mal, von hoch zu tief. Heiko, zu dir zurück. Ganz genau. Und so wie es jetzt hier auf der Folie steht, natürlich weiß ich noch nicht, ob oben der Markt das hält oder darüber geht. Ja. In einem Trend, logisch, das ist auch total einfach und simpel, geht er halt höher. Aber in der Range geht er halt kurz raus und dann wieder tiefer. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, der heilige Gral ist eigentlich genau das. Das ist total banal. Ja? Der heilige Gral heißt oben und unten, heißt waagerechte Linien. Wer von Ihnen hier im Publikum zeichnet denn schräge Trendlinien ein? Trendkanäle, steigende Dreiecke, wer von Ihnen zeichnet sowas im Chart ein? Trauen Sie sich. So, trauen Sie sich. Da geht hinten oder oben. Ah, doch, so, ich habe deswegen gefragt, weil ich nicht Ihnen zu nahe treten möchte. Aber auch ein Händler hat mir mal gesagt, im Eigenhandel schräge Linien für schräge Typen. Ja? Es ist halt so, das hat jetzt nichts zu tun mit, also ob sie funktionieren, nicht funktionieren, das will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Aber es ist halt einfach so, Sie müssen halt immer dahinter überlegen, sie handeln auf gewissen Preisleveln. Und Preislevel sind immer horizontal, also 10.600, 10.650, was auch immer für Zahlen sind. Das heißt, sie handeln nie auf eine schräge Linie. Je nachdem, in welcher Zeiteinheit sie sind, hat eine schräge Linie, wer vielleicht mal da den Strahlensatz in der Schule hatte, je nachdem, wie der Winkel sich von zwei Punkten, tut sich die schräge Trendlinie immer verändern. Das heißt, manche werden ja wahnsinnig, wenn sie in einem Stundenchart eine schräge Trendlinie machen, im 5-Minuten-Chart eine schräge Trendlinie sieht ganz, ganz anders aus. Gut. Jetzt wollen wir mal doch in die Praxis eintauchen, so viel Theorie, bla bla. Okay. Ja, wir haben hier als Chart, versuchen wir jetzt das Ganze mal runterzubrechen und wir landen, glaube ich, am Ende im 5- oder gar im 1-Minuten-Chart. Und ja, Jochen, erzähl doch einfach mal, wie siehst du gerade das Chartbild sozusagen? Ja, danke. Ich sehe es relativ eindeutig. Ich sagte vorhin bei dem Standvortrag, auch bei Admiral Markets, heute Nachmittag gibt es noch zwei weitere, da kommen Sie vorbei. Für mich muss Börsenhandel eindeutig sein, nicht vieldeutig, eindeutig. Ich möchte also nicht 1000 Indikatoren haben und 16 schräge Trendlinien. Ich möchte eine eindeutig, klar erkennbare Position im Markt sehen, wo ein Preis nicht weiter oder nicht runtergeht. Machen wir genau einmal hier. Sehen Sie dieses Hoch, die waagerechte Linie? Sehen Sie alle? Sehen Sie alle? Ja, gut. Alles klar. Ich sehe, wir haben eine Tief- und Hochabfolge. Von tieferen Hochs, sehen Sie das, und tieferen Tiefs. Also hier hatten wir einen Abwärtstrend, längere Zeit, DAX-Wochenchart. Was hier jetzt im Moment passiert, ist eigentlich das Gegensignal. Es ist ein Aufwärtstrend, upsa. Ja, wir sind noch nicht vorbei. Ah, ja. Halt. Immer bei mir. So, da sind wir. Okay. Im Moment empfinde ich den Markt relativ schwierig. Man könnte sagen, Achtung, Aufwärtstrend, also auf steigende Kurse. Gleichzeitig erkenne ich aber einen Abwärtstrend. Wenn ich die Ausbildungen über die Trendgrößen nehme, achten Sie mal auf das Preisspannen- und Zeitspannenverhältnis, also immer, wenn Sie Korrekturzyklen sehen, ist das hier relativ schwer zu managen. Wenn ich diesen Trend nehme, diesen Aufwärtstrend, und jetzt long gehen möchte, erkennen Sie, dass man hier ein relativ schweres Leben hat. Das heißt, der Markt rutscht zwar immer wieder runter, schafft es aber auch nicht, höhere Hochs zu machen. Rein von der Markttechnik, Heiko, liegt natürlich hier bei der kleineren zweiten Linie eine große Bewegungszone voraus, wenn die Kurse drüber gehen. Also meine Analyse wäre zum Beispiel folgende, dass ich sage, so richtig wohlfühlen tue ich mich eigentlich nicht. Ich erkenne aber die Chance eines steigenden Marktes. Ich würde Long-Einstiege versuchen zu handeln, wenn ich untergeordnet entsprechende Signale sehe, aber Achtung, das übergeordnete Bild nicht vergessen. Und jetzt kommt ja was ganz anderes ins Spiel, was mit Analyse gar nichts mehr zu tun hat.
jetzt kommt ja meine Management ins Spiel und ihre Fähigkeit auszusteigen, wenn so ein Trade nicht losläuft. Wäre jetzt einfach mein Ansatz und ich würde mich runterbeamen. Ich glaube, das machen wir eh gleich, aber ich gebe es jetzt erstmal dir. Also, der Jochen, der sagt, okay, das kann da höher gehen. Ich bin auch der Meinung, das kann da drüber gehen, aber es ist immer wenn, dann. Und wir haben das ja schon mal jetzt so zwei, drei Mal versucht, da oben rauszugehen. Und das Wichtigste, und das ist so einfach auch, Sie müssen an der Stelle schauen, WMDMW. Wissen Sie, was das heißt? Wie macht der Markt was? Das heißt, Sie müssen jetzt dort in die Struktur reingehen, das ist halt das, was ich auch in meinem Premium-Service viermal die Woche schule, dass ich dort zeige, wie der Markt was macht. Das heißt, wenn Sie einen Investor sehen, das wird der Tag sein, ich bereite Sie jetzt schon mental darauf vor, das wird der Tag sein, an dem Sie denken, dass der Markt nicht ausbricht und der wird ausbrechen. Und der geht wahrscheinlich von 9 Uhr bis 12 Uhr ohne jeden Rücksetzer nach oben. Und am Abend werde ich wieder das Geheule hören, so muss man es einfach sagen, wo die ersten Leute sagen, der ist ja dreimal nicht ausgebrochen. Warum macht er das dieses Mal? Das kann nicht wahr sein. Achten Sie bei dem auf die Struktur. Also wenn Sie ohne Rücksetzer bis 9.30 Uhr, 10 Uhr sehen, dass das Ding einfach nach oben ballert. Ich muss mal Banane ausdrücken. Bitte machen Sie eigentlich nichts. Gehen Sie nicht oder denken Sie nicht, der ist jetzt einfach nur ein bisschen drüber geschnippt, der kommt wieder zurück. Der kommt an der Stelle nicht mehr zurück. Also wenn er das bricht mit einer gewissen Geschwindigkeit, mit einer gewissen Dynamik, dann bleibt er dabei. Das Gleiche ist, so wie wir jetzt die Tage davor gesehen haben, der Markt geht kurz drüber und da, wo jeder wartet, diesen Moment, wo es jetzt losgeht, passiert es nicht, dann wissen Sie, jetzt können Sie diese Range erneut wieder handeln. Ganz wichtig. Für mich als meine Analyse, also meine Theorie ist, der Markt ist da oben, hat extremes Potenzial auf der Oberseite. Wenn derjenige kommt, solange er nicht kommt, bleibe ich in der Range. Gehen wir einfach mal runter. Wir haben jetzt eine Zeiteinheit übersprungen. Wir gehen, glaube ich, direkt in den Stundenchart rein. Und hier sehen wir, dass wir ein neues, also ich sage jetzt mal 10.829 ist oben. Unten, ja, ist so ein bisschen aufgefächert, aber so 10.3, 10.4 ist hier oben unten. Logisch, dass wenn wir jetzt in der Zeiteinheit nach unten gehen, dass unten woanders ist und oben eventuell woanders ist, manchmal, so wie jetzt in dem Chartbild, tut es sich halt überlappen. Das heißt, auch wir, oder Jochen, du machst es bestimmt auch, immer vom Großen ins Kleine mit. Ja, prinzipiell. Wenn ich kurz vielleicht erklären darf, es hat ja damit zu tun, dass was Sie hier sehen, diese Zusammenfassung mit Perioden, also mit Kerzen, ist der Kursverlauf der Börse. Und durch die Zusammenfassung entstehen sogenannte Zerrbilder. Sie lassen sich am Anfang relativ davon foppen. Ja? Sie sehen zum Beispiel auf dem 5-Minuten-Chart einen Aufwärtstrend, übersehen aber, dass es übergeordnet ein Abwärtstrend ist. So kommen sehr, sehr viele Fehltrades zustande. Übrigens auch einer der Themen von dem Seminarplan, den Sie ja von mir verteilt bekommen haben, wo ich 4 Tage lang mit Seminarteilnehmern genau diese Dinge durchgehe, dass Sie einfach Ihren Blick schärfen. Aber ich mache jetzt das ganz lapidares Reichen. Wenn ich den Chart jetzt im Live-Trading bei Upper Market sehen würde, würde ich sagen, Leute, verschont mich, ich gehe gleich weiter. Für viele ist es jetzt eine absolute Katastrophe, weil die sagen, aber ich habe doch hier Chancen zu traden. Und ich sage, ja, diese Chancen sind ganz klar da, aber ich bin in der Zwischenzeit so weit gekommen, dass ich einfach sage, ich habe das Gehackel einfach satt, in dem unsauberen, übergeordneten Trendbild mich zu verkämpfen, mich als Held zu fühlen. Ich gehe lieber an einen Markt, der mir gefällt. So, jetzt kommt aber ein Problem hinzu. Der DAX ist nun mal ein hochwertiger, schneller Markt. Ideal, ideal für Daytrading, ideal für schnelle Trader. Nur ich achte in der Zwischenzeit auch darauf, dass er gut gestaltet ist. Heiko ist der Spezialist für solche Phasen. Also er geht nicht weg, sondern er beginnt sich in einer Arbeit. Also hier, das ist so ein Unterschied, den man hier herausstellen kann. Jochen Schmidt ist halt ein Trader, der im Trend handelt, aber viele Märkte kennt. Ja. Kann ich gar nicht. Der tanzt auf vielen Hochzeiten. Musst du. Den musst du. Nein, du musst gar nichts. Und ich bin derjenige, ich bin gefestigt. Ja. Das heißt, ich habe nur 2 Partner. Meine Partner sind der DAX und der Dow Jones. Natürlich ist es aber so, damit man am DAX und am Dow Jones tagtäglich Geld verdienen kann, ist mir in letzter Zeit übrigens ganz gut gelungen. Ich habe jetzt in meinem Premium-Service die letzten 75 Tage in Folge mit Gewinn abschließen können. Also seit dem 21.07. habe ich keinen einzigen Verlusttag mehr gemacht. Und das ist bis jetzt meine beste Serie in 16 Jahren Trading. Ich hoffe noch, dass sie noch ein bisschen weitergeht. Würdest du mein Geld mitverwalten?
Nachhaltigkeit? Vielleicht. Okay. Nächstes Jahr. Wir reden nach dem Vortrag. Also, was sehen wir hier? An der Stelle, wir sehen oben und unten, der Jochen Schmidt ist so ein bisschen so der Trendtrader. Ich bin auch Trendtrader, aber ich kaufe auch gerne in einer Range die Dips sozusagen, also unten. Was wir jetzt hier erstmal rausarbeiten können, wir sehen trotzdem, dass sich die Seitwärtsrange weiterhin vorzieht. Wir sehen ja unten und oben, die Marken sind jetzt hier an der Folie ganz klar beschrieben. Zum Ende hin, jetzt schauen wir gleich noch eine Zeiteinheit nach unten, okay, und auf einmal wird man sehen, dass sich das Bild komplett verändert. Weil auch die Börse ist ja wie so oder die Zeiteinheit ist ja wie so ein Matroschka-Effekt. Die große, der kleine, der kleine, der kleine. Wichtig ist aber, sie haben, oder das muss man vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, dass jeder, egal ob Investor, egal ob Daytrader, egal ob Pensionskasse, Hedgefonds, egal wer, handeln in unterschiedlichen Zeiteinheiten. Deswegen muss ich als kurzfristiger Trader wissen, wo könnte denn ein Investor liegen? Und ich weiß, wenn 10.830 gebrochen wird und der Investor, weil er auf seine Jahresperformance in seinem Fonds für Kunden entsprechende Performance ausweisen muss, was muss er denn machen? Er muss kaufen. Ich kann mich dagegen nicht stellen und das muss ich auch als kleinster Trader, der an der Börse nicht gesehen wird, weil wir das Plankton der institutionellen Trader sind sozusagen, also der Walfische, ja, muss ich das aber wissen, weil ich mich dann auf diese Wahl draufsetzen werde. Das heißt, hier in diesem Chartbild ist unten, hier kann ich es so schlecht lesen, 10.580, 10.666, das ist übrigens die Teufelsmarke, weißt du? Okay. Komma 66. Aber die finde ich sehr interessant gerade. Ja, genau. Und das ist halt so eine interessante Marke, die man so ableiten lassen kann. Ganz einfach, horizontale Linien, entsprechend das Chartbild, das Jahreshoch und die letzten Hochs passen eigentlich auch ganz gut als Widerstand. Und jetzt werden wir runter, gehen wir eine Zeiteinheit nach unten. Ganz kurz noch. Ja, ganz gerne. Die Frage ist nicht, ob Sie recht haben oder nicht. Die Frage ist ja nicht, ob der nächste Trade einen Gewinn bringt oder nicht. Das denken wir alle, wenn wir am Anfang des Tradings stehen. Die Frage ist, wer kauft oder verkauft nach Ihnen. Wenn Sie einen Trade gemacht haben, können Sie nichts mehr machen. Das heißt, andere müssen dafür sorgen, ob der Trade steigt oder fällt, ob Sie einen Gewinn oder Verlust haben. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wo sind die anderen Marktteilnehmer, wo kommen die ins Spiel. Und bestes Beispiel, wenn wir die Marke angucken, die Teufelsmarke, 10.666, sehen Sie, wie der Markt angestiegen ist und direkt an der Kante gerade abgeprallt ist. Prallt leicht ab, genau, und jetzt zieht er wieder hoch. Jeder, der jetzt versucht, sage ich mal, in die Short-Richtung zu gehen, weil er sagt, an dieser Kante könnten weitere Leute liegen, die wieder verkaufen. Das Wechselspiel von Stützung, Widerstand oder hoch oder tief, hat eigentlich gar nichts falsch gemacht. Wenn der Markt runterfällt, hat er alles richtig gemacht. Wenn der Markt steigt, hat er auch einen guten Ansatz zum Trade gehabt. Nur wenn der Trade nicht aufgeht, weil du eine Seitenphase hast, jetzt darf die Frage gestattet sein, warum dann zu traden, wenn man ein Umfeld hat, das sehr, sehr wechselhaft ist. Ich meine das auf Anfänger bezogen, nicht wirklich halten. Okay. Ganz wichtig ist, wie gesagt, man macht seine Analyse und man tut sich seine Gedanken halt dort reinlegen. Wir wollen ja auch nach rechts. Das heißt, für mich nach rechts geht der Markt auf die 10,8. Ist okay, fällt er hier runter, macht ein neues Tief. Achte ich halt auf die 10,6. Das ist so meine Analyse, um das nochmal ganz kurz in Worte zu fassen. Jetzt gehen wir mal runter. Man sieht aber jetzt hier schon im 30-Minuten-Chart entsprechend, dass das hier durchaus ein Abwärtstrend ist in diesem Markt. Das heißt, wir klappen das Bild nochmal eine Zeiteinheit nach unten. Die Linien bleiben alle drin. Und man wird sehen, dass das total wie von Geisterhand ganz einfach ist und total super läuft. Ah ja. Oha. Und das sieht ja schick aus. Wir haben vorne die 10 weggelassen, um es einfach ein bisschen einfacher zu erklären. Aber hier sehen wir einen intakten Trend in einem Umfeld, was man eigentlich ganz gut handeln kann. Wie findest du das als reiner... Ein sehr schöner Trendlauf, bis ganz runter, ganz klar. So, was hochkommt, bricht diesen kleinen Trend, nach meiner Definition. Ja. Kann man auch wieder drüber streiten, also wenn bestimmte Hoch- oder Tiefpunkte überschritten werden, ob sie drüber schließen oder nicht, ist oft der Ansatz, bei dem man diskutiert. Für mich ist ganz klar, wenn ein Hoch oder Tief von dem Trend überschritten wird, ist für mich der Trend gebrochen, ja, oder ich habe einen Wechsel drin. Hier ist für mich eher ein Trendbruch oder eine Trendlosigkeit am Gehen. Ich würde hier sehr vorsichtig sein, sage ich mal, jetzt großartig zu traden. Wäre einfach mein Ansatz. Heiko, erklär du deinen. Gut, also mein Ansatz, wenn man jetzt hier mal versucht, das Ganze, wir haben das jetzt so gemacht, dass sie das gesamte Bild sehen, damit es ein bisschen einfacher ist, weil wir auch die Zeit nicht dafür haben. Wichtig für mich, der DAX schließt hier am Vortag. Wir gehen einfach mal kategorisch das Bild gemeinsam durch.
Der DAX schließt also ziemlich am Tageshoch. Er eröffnet etwas höher, fällt nach unten, da sehe ich noch gar nichts. Er kommt wieder hoch. Ab diesem Punkt habe ich ein gefestigtes Tief und den Hoch. Dann macht der Markt ein neues Tief. Hier kann man auf feine Kurse setzen in Richtung Tagestief der zwei Vortage, die wir hier eingezeichnet haben, diese 10.666 waren das. Was passiert? Der Markt geht ein Stück höher. Wichtig für mich ist, wenn ich das handle, im kurzfristigen Bereich diesen Durchbruch handle, muss ich im Rücklauf zumachen. Ja. Weil ich weiß nicht, ob der Markt das letzte Hoch rausnimmt oder nicht. Ich würde dann lieber hier nochmal probieren. Und das Schöne also an dieser Stelle ist jetzt, um jeden Trade hier einzeln einzugehen, das Schöne ist, er prallt hier an diesen Tiefs ab. Also diese horizontalen Marken, die wir im Wochenchart haben, im Tageschart haben, im 30-Minuten-Chart haben, im 5-Minuten-Chart haben, sind existent und haben eine gewisse Bedeutung. Ich sag mal so, die allerschönste Linie für mich hier, die ich mir einzeichnen konnte, die ich so mag. Ich mag es gerne, also ich möchte ja gerne das Geld von Ihnen haben. Es tut mir leid, aber ich möchte ja Gewinn machen. Das heißt, ich brauche Ihr Geld. Das heißt, ich möchte gerne wissen, wo Ihre Stops liegen. Ja? So, und wo ist der schönste Punkt? Der schönste Punkt an dem Tag, den ich auch getradet habe, ist dieser Punkt. Also einer mit der schönsten. Also entweder dieser oder dieser. Das heißt, wenn ich hier long gehe, warte ich darauf, dass die Hochs rausgenommen werden und ich lege meinen Take Profit da oben hin. Oder wenn ich hier short reingehe, lege ich meinen Take Profit, ich weiß gar nicht, ob Sie das alles sehen, hier unten unter die 10.616. Darunter lege ich meinen Take Profit rein. Weil ich weiß, Sie haben dort, wenn Sie vorher auf long gesetzt haben, garantiert Ihren Stop. Und den nehme ich mir. Heiko, ich nehme keinen Stop. Ja. Ich meine, das ist gerade nur theatralisch, ich nehme immer einen Stop. Was denkst du darüber, wenn jetzt jemand sagt, oh, wenn der Heiko mich abfischt, dann nehme ich keinen Stop mehr, dann kann man das nicht mehr passieren. Aber wir wissen ja nicht an der anderen Stelle, wie der Markt halt weit durchgelaufen ist. Genau. Das ist das Problem. Das heißt, ich weiß ja nicht, wie weit der Markt runtergeht. Aber ich weiß, wenn der Markt das letzte Tief rausnimmt, kann der Trend immer weitergehen. Und das führt dazu, dass ich da unten gerne meinen Take Profit nehme. Heiko, darf ich ganz kurz auch bei dem Chart was zeigen, ja, was mir gut gefällt? Wenn man es einfach so anschaut in aller Ruhe, wie Heiko es erklärt hat, hier kommt, also wenn ich jetzt überhaupt in diesem Bereich handeln würde. Würdest du? Okay. Ich sehe hier einen Abwärtstrend. Nochmal, übergeordnete Lage ist nicht so klasse, aber man kann ja dennoch traden. Die Frage ist halt, ob es jetzt die Qualität ist oder ob es dann so reinläuft. Sie sind ja in Ihrem Trading frei, Sie müssen ja nicht jeden Chart traden. Aber was jetzt so gut zu sehen ist, ein Abwärtstrend, ne? Hier zum ersten Mal, tieferes Tief, ganz easy. So, jetzt kommt hier dieses Hochlaufen. Viele Trader gehen da unten Short und werden da gegrillt. Ja? Hier sogar ein kleiner Aufwärtstrend. Mein Einstieg wäre eigentlich erst dann erfolgt, als ich hier diesen Abwärtstrend sehe. Ich hätte gar nichts gemacht in der Zeit. Ich hätte einfach laufen lassen. Ja, warte doch, warte. Handelst du? Ja, Heiko, warte. Erst hier, die Korrektur hoch an die Marke, die auf... Das ist ein so schöner Punkt, oder? Ja. Also dann wären wir beide in die gleiche Richtung unterwegs gewesen. Ich hätte aber viel länger gewartet. Ja. Ganz klar, nochmal, wer jetzt denkt, wenn einer lang wartet, verdient er nicht so viel Geld, wie einer, der ganz viele Trades macht. Da müssen Sie als Anfänger oder Neuling genau drüber nachdenken. Das Warten bringt Ihnen keine Verluste, erst einmal. Ihre Auswahl wird, sage ich mal, deutlicher. Und wenn Sie sich in Geduld üben können, machen Sie in der Regel die qualitativ besseren Trades. Das ist nichts gegen Heiko, der High-Speed-Trading macht. Er weiß, was er tut, er hat auch kein Problem, im Verlust auszusteigen, Heiko. Du gehst halt wieder rein, ganz normal. Ich konzentriere mich da mehr, sage ich mal, halbwegs, ein gutes Bild für mich, ein besseres Bild zu bekommen. Aber du musst schon sagen, das ist eigentlich ein schönes Bild. Und ja, bei der markttechnischen Analyse geht es darum, lokale Hoch- und Tiefpunkte zu finden. Und ganz wichtig für Sie, fangen Sie einfach mal an. Ich habe letztens mich mit einem anderen, oder letztens, gestern, mit einem anderen Trainer unterhalten. Wenn Sie es schaffen, gute horizontale Linien zu setzen, werden Sie merken, dass gewisse Punkte immer wieder angelaufen werden, an denen Sie immer wieder feststellen, entweder Sie gehen glatt durch oder Sie breiten halt ein bisschen ab. Auch dieser Punkt in der Markttechnik à la Michael Vogt, sehr gut beschrieben, Rücklauf an den letzten Punkt 2, also an das letzte Tief genau dran und dann kommt der nächste Schub auf der Unterseite. Die Zeitdauer spielt hier auch gar keine Rolle. Es geht nur um die Struktur als solches. Genauso auch hier, das ist dann schon ein sehr guter, also ein schneller Trend, weil der Rücklauf gar nicht mehr so hoch ist.
Und hier ab hier merkt man richtig, bei dieser Dynamik, diese lange Kerze, das ist so meine Ausstopperkerze. Weil hier haben wir, ist das für dich der Trendwechsel hier schon? Das so? Der Trendwechsel hier? Das ist nur ein Bruch. Im Moment ist es nur ein Bruch. Der Trend kommt erst rein, also die kleine Zwischenkorrektur macht hochzieht und dann wieder hier. Genau, ab hier. Ab hier sehe ich jetzt einen Aufwärtstrend für mich. Wir sehen an der Stelle schon immer, es liegt immer im Auge des Betrachters. Absolut. Für mich haben wir hier bei 10,640 den lokalen Hochpunkt, den letzten lokalen Tiefpunkt bei 10,616. 10,69 ist das Tagestief. Er dreht sehr, sehr schnell auf die Oberseite. Und dann warte ich nur darauf, wenn ich hier der Meinung bin, der geht mal raus, der Punkt, gehe ich kurz davor long und setze hier auf den Durchbruch. Das ist der Ausbruchshandel, den sozusagen der auch Michael Vogt, glaube ich, auch beschreibt in seinem Buch. Und dann geht es hier nach oben und der Punkt hier oben ist natürlich extra schön, dass hier der Markt so schön zurückläuft. Was würden Sie an der Stelle machen? Ich weiß, wie es gelaufen ist. Was würden Sie bei 10,651 machen als letzte Frage? Ist das für Sie unten, oben? Würden Sie einen Durchbruch handeln? Wir können ja mal abstimmen. 10,650, was würden Sie machen? Ist das für Sie, also erstmal, ist das unten oder oben? Was ist unten? Ist das für Sie unten? Alle nicken. Gut. Wer würde an der Stelle Schrott gehen? Enno, Mitarbeiter ist gefragt bei uns. Gut. Wer würde long gehen an dem Punkt? Oh, ganz Mensch. So, wer macht gar nichts? Ich bin dabei. Sehr gut. Und das ist eine schöne Option. Das ist wirklich das, du hast es schon mal erwähnt. Die meisten Trader denken, sie müssen traden. Sie müssen gar nichts. Solange ihnen das nicht gefällt, ich sage jedes Mal mein Webinar, also ich möchte jeden Tag Geld verdienen, ich setze mich dem aus. Es ist nicht immer schön, der Chart. Aber wenn sie an oder mitbekommen, dass das nicht gut aussieht, machen sie nichts. Und da sind sie schon ganz weit, wenn sie selbst entscheiden sind fertig. Okay, Time Over. Also ich an der Stelle, ich würde Short handeln und es ging auch Short nach unten. Ich habe den Durchbruch am Tief gehandelt. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir dürfen uns bedanken für die Aufmerksamkeit. Einen Satz noch bitte, das muss ich machen. Sorry jetzt. Kurz zum Nachdenken. Wenn Sie hier Short gehen, das dürfen Sie doch. Wenn Sie damit leben können, dass Sie rausfliegen und Ihren Verlust klein halten, können Sie doch jeden Trade machen, auf den Sie Lust haben. Sie merken, also es geht nicht um die Zukunftsbestimmung hier, es geht um unterschiedliche Handelsansätze, insbesondere die Arbeit mit dem Risiko. Heiko ist schneller, ist noch enger dran wie ich, aber traden können Sie immer. Ich will allerdings, sage ich mal, ein sauberes Bild haben, was mich richtig begeistert und da bin ich dabei. Das waren jetzt meine Worte. Super, also wir dürfen uns gemeinsam bedanken im Namen von Annual Markets, dass Sie Ihre Mittagspause verschoben haben. Wir wünschen Ihnen noch einen ganz schönen Tag auf der Messe. Mein Name ist Heiko Behrendt, vielen Dank. Jochen Schmidt, nachher am Stand, ich glaube um 14 Uhr rum, zwei Vorträge, einmal technische Analyse und Fundamental. Dankeschön, bis jetzt.